Freunde, ich habe mir gerade einen frischen Kaffee gemacht. Wir starten rein in die Aufnahme. Meine Lieben, willkommen zurück zu einem Format, was noch keinen Namen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Format, wo ich mir euer Gameplay angucke, dieses versuche zu analysieren, um euch so ein paar Tipps zu geben, was ihr vielleicht besser machen könnt in der Zukunft. Oder vielleicht, naja, wo ihr halt einfach zeigen könnt, was ihr halt so auf dem Kasten habt. Vielleicht denke ich mir auch einfach so, ey, okay, ja gut, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Freunde, für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Nico, der Twisted, schön in seinem Startzeit. Wir haben heute in unserem allerersten, naja, VOD-Review oder was auch immer, haut mir gerne wirklich ein paar Namensvorschläge in die Kommentare, wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. Wir haben unseren ersten VOD-Review, haben wir ein Shoreline-Raid, Duo-Raid und zwar Nighttime. Wir haben das Ganze hier noch, das habe ich gerade schon ein bisschen beim Durchskippen gesehen, das ist noch die Schneezeit, wo wir hier unterwegs sind, also wir sind noch in der Eiszeit unterwegs. Mal schauen, was wir da noch so großartig an Tipps bzw. an Gameplay-Unterschiede jetzt noch feststellen können zu dem jetzigen Zeitpunkt. Freunde, wenn euch das Format gefallen sollte, auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da lassen, würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen, was den Algorithmus angeht. Und jetzt erstmal schauen wir mal, was dieser Raid hier so kann. Bevor wir jetzt auch direkt schon reinstarten, erst nochmal ganz kurz, wenn ihr Bock drauf haben solltet, dass ich mir euer Gameplay angucke, schwingt euch gerne zu uns in den Community Discord, den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und packt dort in den Gameplay-Channel einfach gerne ein YouTube-Video rein, wo ihr das Ganze hochgeladen habt. Vielleicht seid ihr auch Streamer oder Content-Creator und pappt da einfach vielleicht irgendwie einen Uncut-Raid oder generell einen Fight, den ihr rausklippen möchtet und habt mir halt einfach zukommen lassen. Das ist auch irgendein Twitch-VOD, ist auch vollkommen fein, wie ihr halt so großartig Bock drauf habt. Wenn ihr einfach Bock habt, dass ich mir was angucke, dann bitte da in den Channel rein. Wie gesagt, muss nicht unbedingt ein kompletter Uncut-Raid sein. Wenn ihr sagt, ey, yo, ich habe hier so ein 5-Minuten- oder 6-Minuten-Segment von einem Raid, wo es einfach komplett wild abgegangen ist, kann ich mir natürlich auch gerne reinziehen. Das, was wir jetzt hier am allerersten Mal am Start haben, wird ein 19-Minuten-Full-Raid sein, so wie es hier aussieht. Und ich werde einfach mal versuchen, alles Mögliche hier zu kommentieren, was ich halt so großartig sehe. Also, mal schauen. An der Stelle, das Video hier kommt von dem wunderbaren Herrn Kai. Dankeschön auf jeden Fall für deine Einsendung, für deine... Danke, dass du es rübergeschickt hast, Kai. Let's go. Oh, relativ schnell, ja. Ach Mensch, ich okay. Sehe das umso beschissenere Spawn. Direkt sehe ich was, was mir nicht gefällt. Er spielt eine Impact-Nate. Eieiei. Okay, erstmal mal ganz kurz das Gear hier angucken. Er hat eine Tactical Rig an, das heißt also, die werden auf jeden Fall versuchen, den Red Rebel Extract oben Richtung Shoreline, Richtung Resort zu nehmen. Spielt eine Ersatz mit einem Voodoo-Side drauf, so wie ich das jetzt hier sehe. Das auf jeden Fall passt. Moment, wie war das nochmal? Ich. Links. Pfeil, Linksklick waren. Glaube ich. 5 Sekunden noch, ne? Ich versuche es besser zu timen. Ja, XL-Kopfhörer, Tactical Rig, Granate, ist auf jeden Fall nicht overweight, das sieht man auf jeden Fall auch schon. AFAC ein bisschen low, ja, decent, hat auf jeden Fall ein SJ6-Setup, wo er jetzt direkt reinstarten wird. Mal schauen, was er in seinem Secure-Container haben wird. Hat den beschissenen Spawn. Schauen wir mal. Guter Spawn. Schauen wir mal. Richtig. Also um es kurz zu sagen, gerade die Audio, jetzt, ich versuche gerade auch so ein bisschen auf die Calls von dem Mate zu achten. Schwierig. Ich hoffe, wir können, ich kann da noch irgendwie gleich, wenn die wichtigen Calls kommen bei den Fights, dass ich da noch ein bisschen was zu finden. Ansonsten werden die jetzt wahrscheinlich einfach ganz normal standardmäßig Richtung Villa irgendwie pathen und danach Richtung Resort gehe ich jetzt mal, zumindest davon aus. Mal schauen. Ja, das ist so. Ja. Ja, das definitiv. Ja, SA bin ich nicht so. Also NDR, ja. SA-50 weiß ich nicht. Die schlägt mir immer noch ein bisschen zu sehr nach rechts und links aus. SA und DTMDR definitiv gefühlt die besten Waffen aktuell im Wipe selber. Wenn ich sogar auch noch die Spearmint dazu. Beziehungsweise SA-58, das ist eher vielleicht so ein Liebäugler-Aspekt von mir selber, bin ich ehrlich. Ich mag einfach die SA, aber die D762 DTMDR ist definitiv die beste Waffe in diesem Wipe. Also das ist, es ist nicht knapp mit der M62, die du dir beim Händler kaufen kannst. Es ist absolut krank, wie gut diese Waffe ist. Spear, ebenfalls auch eine verdammt gute Waffe, aber da kommen die wenigsten von uns dran, seien wir mal ehrlich. Ja, wenn du Physiker mehr kein spielst, schon, aber du musst halt rechnen, wenn du, du hast einen Spieler meist. Ist auch an der Stelle ganz kurz noch, was das Pathing jetzt einmal kurz angeht, wie die jetzt tatsächlich die Route in Richtung Resort gehen, finde ich das sehr schlau, was sie jetzt gerade machen. Nämlich, ich bin ein Vollidiot und ich renne jedes Mal links an diesem kleinen See hier vorbei und bin dann direkt offensiv und stehe direkt offensiv zu zwei Spawns, die links von mir sind. Nämlich einmal in dem Village selbst können ebenfalls noch PMC spawnen und links beim grünen Haus hinter dem Sunken Village können auch nochmal zwei PMC spawnen. Also drei PMC spawnen, die praktisch genau in Richtung Villa pushen und ich renne immer links dran, das ist
nicht so intelligent. Aber finde ich sehr, sehr gut, dass sie jetzt hier eine etwas safere Route tatsächlich nehmen, um rechts dann praktisch an diesem See vorbeizukommen und dann Richtung Raison zu parfen. Das heißt also, sie können direkt eine etwas defensivere und sichere Position holen, wenn sie jetzt Bock drauf hätten, um sich dann vielleicht nochmal umzudrehen, um ein paar PMCs zu fighten. Rennt das vor uns den Hügel hoch? Okay. Welchen Hügel hoch? Hoch zum Resort. Dass ich ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen können mit den Shots. Ich glaube, da. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass jetzt gerade keiner von den Shots connected ist. Müsste man nochmal schauen. Wenn du aus der Baustelle rauskommst. Hält sich links von der Straße, um einen anderen Angle aufzubauen, finde ich gut. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Mate jetzt nach rechts geschwungen. Ich wollte ja auch den Plan sehen. Oh ja, das ist Zeit. Ah, fast. Fast. Ich hab einen Hits bekommen. Ich brauche einfach weiter. Close. Genau. Aber das ist tatsächlich, ich muss es jetzt ansagen, ich weiß, Kai weiß genau, dass ich das ansprechen werde, weil wir haben im Vorfeld im Stream schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch an der Stelle twitch.tv, wenn ihr Bock drauf habt, Link in der Beschreibung. Aber an der Stelle, wir wissen, ich weiß halt, dass der wunderbare Herr kein Highsend-Spieler ist. Und ich würde schon fast sagen, das sieht man hier auch schon. Weil gerade diese Micro-Corrections in dem Fall, das heißt, so Micro-Corrections sind eigentlich, was das Aim angeht, alles Mögliche, was unmittelbar in diesem Umfeld passiert. Das sind Micro-Corrections grundlegend. Und da sieht man, dass die halt ein bisschen shaky sind und halt nicht so zielführend sind. Und bei einer Low-Sense hast du da halt den Vorteil, dass du halt einfach genau diese Corrections deutlich, deutlich einfacher machen kannst. Das hier ist also an der Stelle, dann ein bisschen runterschrauben und dann müsste diese Shots ja nicht mehr. Zumindest misst du sie vielleicht weniger. Halten sich auf jeden Fall jetzt wieder links. Ist der Richtung Ressort hoch oder Richtung? Mehr Richtung Bushalte. Okay, er hat zwei Magazine dabei, 25er Max, finde ich gut. Info ist gerade rausgegangen, dass er sich jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Richtung Bushaltestelle parft. Jetzt bin ich mal gespannt, in welche Richtung tatsächlich jetzt der Mate genau ist. Weil ich weiß gerade nicht, wo die Position vom Mate ist. Shots auf jeden Fall Richtung Resort. Jetzt muss Kai aufpassen, denn links von ihm kann definitiv ein Spieler sein. Er darf jetzt nicht auf den Spieler rechts tunneln. Nimmt aber hier, finde ich gut, nimmt hier auch wieder den etwas defensiveren Approach, geht hier oben die Kante hoch zur Shoreline. Ich weiß nicht, ob er das jetzt bewusst macht, weil er weiß, dass er von links gepusht werden kann. Aber hier ist auf jeden Fall der etwas bessere Approach, wenn du von der Seite aus ans Resort rankommst. Diese Seite der Steine praktisch zu spielen, anstatt einmal links einmal die Rocks hoch zu moven, ist hier auf jeden Fall der deutlich angenehmere Weg hoch zum Resort selbst. Klar, du musst hier mindestens einen Sprung oder zwei Sprünge, glaube ich, einbauen. Du verlierst also ein bisschen Stamina und bist vielleicht ein Ticken langsamer, ja. Aber es ist definitiv die sichere Variante, hier entlang zu gehen. Oder man muss kein einziges Mal springen. Okay, gut, schon, ne? Da ist das hinten schießt. Ich bin jetzt oben, den Weg ist gut. Unten steine noch. Ich laufe mal nach hinten Richtung. Da kommen die Coms. Durch. Ich habe große Zahlen, ich rufe nach hinten durch. Es ist auf jeden Fall was im Resort drin, deswegen Tür ist zu. Guter Call. Wir wissen auf jeden Fall an der Stelle auch, dass wenn die Tür vorne zu ist am Resort, das heißt, es ist auf jeden Fall, dass ein Spieler die zugemacht hat. Mittlerweile macht man das eigentlich kaum noch, beziehungsweise wenn du da doch eigentlich reingehst und du siehst, dass diese Tür zu ist, dann weißt du eigentlich genau, dass du einen sehr, sehr alten Hasen vor dir hast. Denn früher mit dem alten Audio-Engine war es tatsächlich so, wenn du da die Tür zumachst, konntest du im gesamten Wing hören, wenn diese Tür aufgeht. Ja, mit dem neuen Audio geht das jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber da weiß er also eigentlich direkt schon, wenn die Tür zu ist, weiß er eigentlich direkt schon, okay, du hast einen erfahrenen Spieler im Resort selbst. Sie wissen ebenfalls, dass Shots an den am Sniper's Cap ist und da moved auch gerade der Mate hin. Gib mal eine Sekunde. Schönes Hipfire. Was ich vielleicht noch gerne gesehen hätte, ist, dass er halt, wenn er rechts um die Ecke zieht, dass er ebenfalls auch rechts in den Lean geht, dass er vielleicht den Gegner schneller sieht auf die Art und Weise und schneller sich einfach praktisch die Information verarbeiten kann, wo der Gegner jetzt genau sich positioniert. Also wenn man rechts um die Ecke zieht, auch ebenfalls nach rechts lehnen. Ja, mir geht's auch nicht so sonderlich geil. Ich sitze in dem Hausmeister.
So, mein letzter Schirmer-Headshot. Schön. Finde ich auch, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, finde ich auch sehr interessant, dass er tatsächlich nicht mit dem Health-Overlay spielt. Das heißt, also oben links siehst du nicht konstant seine HP. Was jetzt gerade in dem Szenario mit einem Fight immer ein bisschen schwierig ist. Da würde ich persönlich, wenn man nicht unbedingt komplett auf Full auf Immersion steht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, guckt, dass ihr das Leben oben links immer aktiviert habt. Ist das 6 oder was? Oh, was? Hm? SVD? Mate hat eine SVD, gut, genau. Ach, hier. Ja, fängt ja standardmäßig ganz stumpf an zu looten. Unterwegs war schon, oder? Tauscht den Helm aus, sehr gut. Und ist damit jetzt auch overweight. Das heißt, so wahrscheinlich für den nächsten Fight wird er dann sehr wahrscheinlich auch ebenfalls seinen Rucksack droppen. Macht die Tür wieder zu. Und jetzt finde ich sehr gut. Gute Aufteilung. Einer klärt den unteren Bereich, der andere klärt den oberen Bereich. Abfahrt. Mal Richtung dran, Lines durch. Mhm. Shoulder Switch wäre geil gewesen auf die Art und Weise. Lieber die Waffe links schultern, wenn du links piekst. Gerade bei einem defensiven, langsamen Peak. Du gerade am Essen? Trinken? Nee. Okay, das Zeugbild wären 112. 112 Spieler? Da waren zwei Spieler und 112. Lebst du? Nein, ich bin tot, aber ich hab einen gekillt. Zwei Spieler, 112? Kai hat ein bisschen langsam reagiert. Hat erstmal seinen Mate ein bisschen verkauft. Okay. Mate verliert jetzt den Fight. Lebst du? Nein, ich bin tot, aber ich hab einen gekillt. Einer gekillt, einer ist noch da. 112. Taschenlampe ist an, schön. Shotgun. Ich hab nicht gesehen, dass du ein Stück Scheiße da oben. Es ist noch einer hier. Längs am Eingang. Okay. Hat ihn. Alright. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich pushe halt komplett Brain in den 112er, weil ich die Trinkgeräusche höre. Ist da einfach noch Zeit. Okay. Ist jetzt einiges passiert hier in dem Fight. Und ich glaube, den können wir auch mal ganz kurz ein bisschen auseinandernehmen, den Fight. Weil hier sind ein paar interessante Sachen passiert, wo ich glaube ich sagen könnte, da könnte man noch ein bisschen was verändern. Beziehungsweise... Ja, einfach mal schauen. Erster Peak. Ich weiß nicht, was hier jetzt gerade passiert, ob das eine Sache ist in der Aufnahme oder sonst irgendwas, aber wenn ihr so ein bisschen drauf achtet, wenn ihr hier jetzt gerade versucht, rumzuswingen praktisch auf die 112, ne, er zieht nach links raus und versucht jetzt mit seiner Maus praktisch, ich weiß nicht, ob das gerade einfach FPS-Drops sind oder ob das halt auch wieder ein dieser Syndrome sind von Hisense, er ruckelt halt einfach extrem viel. Und das ist halt einer dieser Aspekte von Hisense, die du halt so, die du erst sehr, sehr schwer da rauskriegst. Die hast du halt mit Lowsense nicht unbedingt. Ansonsten fängt er jetzt erstmal, was ich erstmal gut finde, ist, er distanziert sich von der Tür, baut halt so ein bisschen größere Distanz auf, damit er halt langsam den Raum clearen kann, wenn er den Inhalt cleart. Ne, das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel näher dran gehen würdest oder sonst irgendwas bei jeglicher Corner, egal wie du das machst, bei jeglicher Ecke, desto näher du da dran bist, desto mehr Informationen kriegst du auf einmal, desto mehr du dich halt rum um die Ecke rum bewegst. Ne, und deswegen halt erst eher lieber ein bisschen Distanz zu der eigentlichen Ecke aufbauen, damit man halt langsam praktisch alles clearen kann. So, und jetzt sieht er ihn da und geht trotzdem willentlich ein Left-Angle-Peak ein mit, naja, langsam halt. Ne? Er macht das halt langsam. Meine Empfehlung wäre hier an der Stelle, nochmal lieber auf die andere Seite rübergehen und dann den Right-Angle-Peak und mit voller Geschwindigkeit und Prefire rumjodeln. Das heißt also, du gehst wirklich komplett nochmal, also er hat sich jetzt hier dazu entschieden, wirklich den Left-Angle-Peak einzugehen. Und kann dann halt wahrscheinlich von Glück reden, dass die Server-Performance, das Peak-Advantage auf seiner Seite war. Aber meines Erachtens nach wäre es hier halt besser, wirklich nochmal eben kurz die Seite zu wechseln. Nochmal nach links rüberrennen im Vollsprint. Ist halt unwahrscheinlich, dass der Gegner einen dann da trifft.
rechts um die Ecke ziehen, rechts liegen gleichzeitig auch und einfach prefiren auf dem Boden bis zum geht nicht mehr, bis der Gegner tot ist. Das wäre halt eine Option. Ansonsten, man sieht, dass der Gegner liegt. Das heißt, da kannst du auch einfach eine Nate reinjagen, wenn du da Bock drauf hast. Der hat eine Impact-Nate. Nie im Leben wäre der Spieler da am Leben rausgekommen. Das ist schon mal ein Punkt. Das ist zumindest der Informationsstand, den wir jetzt hätten. Mit der Information, dass jetzt gleich noch ein Gegner kommt, ist eine Granate definitiv der falsche Call an der Situation. Aber, Right Angle Peak aufbauen und einmal kurz den Jiggle Peak nach links, beziehungsweise den Running Peak nach links machen, wäre auf jeden Fall der bessere Call gewesen. Ich hab nicht gesehen, dass du ein Stück Scheiße auf. Und jetzt ist er selber am Reden und hört den anderen Gegner nicht. weil er im Tilt ist und einfach das halt dann schön erstmal die gegnerischen Steps nicht mitbekommt, wie der Gegner halt nochmal um hinten reinzieht. By the way, an der Stelle, was haben die Gegner eigentlich da gemacht? Der Mate hat seinen Mate, der gerade in 112 ist, einfach absolut fucking verkauft. Warum macht man nicht einfach, er hing komplett defensiv in der Ecke. Hätte der Mate hier einfach die Ecke hinter Kai gehalten. Moment, ich lasse mal kurz laufen. Ich hab nicht gesehen, dass du ein Stück Scheiß laufen. Es ist noch einer hier. Yep. So, hätte der Spieler, der hier einfach die ganze Zeit komplett hinter in der Ecke geschimmelt hat, hätte dieser Spieler einfach hier den Kante gehalten, einfach nur ein bisschen in den Raum reingepiekt, um einem Gegner den Weg zuzumachen, wäre Kai sofort gestorben und gar keine Chance. Und das ist meistens immer so ein bisschen die Problematik von einem viel zu defensiven Spieler und einem guten defensiven Spieler. In der Situation, der Typ hatte einfach Schiss und wusste nicht, was er tun sollte. Wenn du defensiv halten möchtest und deinen Teammate, der sich gerade am Heilen ist, ein 112, wenn du ihn verteidigen möchtest, halt so, dass du hier einen Winkel, dich so positionierst, oder einen Winkel aufbaust, dass du praktisch diese Linie hältst, dass der Gegner halt praktisch nicht an diesem Tisch vorbeigehen kann, weil er halt sonst instant nicht reingeht. Und vor allen Dingen, wenn du den Winkel halt noch so hältst, dass du ein bisschen weiter hier in den Raum reinsitzt. Hier, wenn du hier von der kleinen Treppe aus rumswingst, dann wirst du sehr wahrscheinlich vielleicht noch, also würde Kai jetzt praktisch hier einmal rum um die Ecke gehen und einmal kurz gucken, ah okay, steht da jemand oder nicht, wird ihn dann nicht sehen und dann wird er wahrscheinlich seinen Fokus direkt wieder auf 112 legen und dann kann der Gegner hier einfach über den Haufen schießen und dann ist vorbei. So, wenn du da einfach nur Wege zumachen bei defensivem Gameplay, indem du diese Wege halt praktisch abaimst, kein Gegner hat eine Chance gegen ein solches defensives Team zu gewinnen. Keine Chance, es sei denn, du spielst mit unglaublich vieler Utility, unglaublich vielen Nades und so weiter und so fort. Extremen Jiggle Peaks, extremen, also dass du wirklich überall einfach nur deine Schulter ganz kurz zeigst und direkt wieder zurückgehst und Abfahrt. Da hast du gar keine Chance gegen. So, und jetzt sehen wir hier allerdings den Push jetzt erstmal wieder von Kai, wie er jetzt gerade wieder rauskommt. Und baut hier ein Left Lean auf für den Right Angle Peak. Ich wär hier einfach am ehesten einfach an den Right Angle Peak gegangen. Ich finde das Konzept, was er jetzt eigentlich machen möchte, finde ich nicht schlecht. Dass er sich halt Hardcover für seinen Körper sucht. Hier hinter der Kante finde ich nicht schlecht. Das heißt, also, er versucht praktisch zu headglitchen. Aber dann muss er links geschultert sein. Das heißt, da ist halt so ein bisschen die Problematik, dass du da halt eher vielleicht noch den Input gibst. Ey, yo, kurz links schultern und auf geht's. Dadurch, dass allerdings noch Schnee liegt, würde ich sagen, mittlerweile macht Kai das wahrscheinlich auch so, dass er das Ding halt links schultert, die Waffe, und dann auf geht's, dann passt das. Ich gehe einfach davon aus, das ist einfach noch zu neu im Wiper. Ansonsten, Engel decent gehalten, klar, Reaktionszeit. Boah, kann man jetzt nicht großartig viel zu sagen, ne? Aber ansonsten, als der Gegner dann um die Ecke gezogen ist, auf geht's. Aber auch hier ein kleiner Overflick, ne? Ein kleiner Panic-Overflick, um nochmal ganz kurz schon ein bisschen auf das Aim zurückzukommen und zu sprechen. Man sieht direkt hier, er zieht jetzt gleich hier um die Ecke. Und Hipfire. Zack, holt ihn, tackert ihn praktisch auch direkt an die Wand, aber er overflickt auf die linke Seite. Mit einer Lost, Mensch, machst du das nicht. Aber ansonsten, ja, das grundlegend einmal zu der Info, wie man das vielleicht hätte besser spielen können und vor allen Dingen auch, wie das Dreier-Team es hätte besser spielen können. Wie gesagt, hätte der Kollege das einfach ein bisschen defensiver hier vorne gehalten. Keine Chance. Und du hättest deinen Mate tatsächlich auch beschützt und ihn nicht absolut verkauft.
Ja, ich hoffe an der Stelle, das waren so einige Punkte, die ich irgendwie habe mitgeben können. Freunde, haut mir gerne ein bisschen Feedback zu dem Format in die Kommentare. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr da Bock drauf habt mit der Art und Weise, wie ich das Ganze kommentiere. Möchtet ihr vielleicht zum Beispiel ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr auf die Waffen eingehe, die gespielt werden, oder generell auf das Loadout? Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, yo, da bin ich nicht drauf eingegangen? Oder gibt es so ein paar Sachen, wo ihr sagen würdet, ey, yo, das ist mir jetzt zu viel, das muss ich jetzt nicht unbedingt hören? Haut mir das gerne wirklich in die Kommentare. Das Format soll ja wirklich in allererster Linie euch ja auch irgendwie was bringen. Also sagt mir wirklich gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ansonsten, Freunde, viel Spaß, neuen Raids.